Der kleine Drache Puff. Es war einmal ein Drachenbaby namens Puff. Mama war Essen holen und Papa schlief. Da kam ihm die Idee, den Wald zu erkunden. Leider verirrte er sich. Als seine Mutter nach Hause zurückkam und Puff nicht dort fand, suchte sie nach ihm. Wo ist mein Sohn? Weiß ich nicht. Ich mache mich auf den Weg. Sein Vater machte sich auf die Suche nach Puff. Währenddessen versuchte Puff, den Weg nach Hause zu finden. Da hörte er plötzlich ein Rascheln im Gebüsch. Und schwuppsdiwupps kam ein Monster aus dem Gebüsch hervorgesprungen. Puff erschrak. Wow, wer bist du denn? Ich heiße Pim. Bist du gefährlich? Ich kann dich höchstens zu Tode langweilen. Das ist gut. War nett, dich kennengelernt zu haben, aber ich muss jetzt versuchen, den Weg nach Hause zu finden. Puff lief weiter. Jedoch fand er den Weg nicht. Er kümmerte sich hinter einen Baum. Plötzlich hörte er Schritte und er erblickte seinen Vater. Oh, Papa! Puff, mein lieber Puff, da bist du ja. Zum Glück hast du mich gefunden. Ich hatte solche Angst. Na, dann wollen wir mal nach Hause gehen.